Eine private Frage, wenn du mir die erlaubst. Ja. Mit 14 bist du zum Islam konvertiert. Gab es einen besonderen Ausschlag, wo du sagtest, dass es die Religion, die mir Frieden gibt? Ja, ich habe halt mit 13 oder so kam ich in Kontakt mit der Religion, durch meinen Stiefvater, der Algerier ist. Und ich hab mich interessiert für diese Religion. Ich habe dann echt jahrelang so gelernt. Ich bin eigentlich mit 15 erst offiziell konvertiert. Ich habe dann echt 2 Jahre lang in jungem Alter schon, aber ich war schon intelligent in dem Alter und hab mich dann halt damit beschäftigt. Und mit 15 bin ich dann konvertiert. Und aus Überzeugung auf jeden Fall. Das hat mich alles überzeugt. Und jetzt bin ich seit fast 10 Jahre jetzt schon, bin ich Moslem. Ja. Und bist du strenggläubig? Ja, also ich hatte auch schon meine ganz strengen Zeiten, wo ich wirklich nichts, so gut wie nichts falsch gemacht habe. So. Mittlerweile hat sich das leider ein bisschen gelegt. Es geht immer so auf und ab. Mhm. Und ja, aber jetzt ist Ramadan, ich faste auf jeden Fall. Respekt. Und ich versuche auch alle Gebete einzuhalten. Also das schaffe ich auch meistens mittlerweile wieder. Und keine Drogen, kein Alkohol jetzt in dieser Zeit. Ich gebe halt mein Bestes. Ich bin auf jeden Fall kein Vorbild Moslem, das ist ganz klar. Die Leute sollen sich nicht an mir ein Beispiel nehmen. Deswegen kehre ich das auch in den Texten, im Rap nicht so nach außen, dass ich jetzt ein Moslem bin, so, wie das andere Rapper machen. So. Ich versuche halt mein Bestes, so. Das ist halt Privatsache. Ja. Ja. Dann noch eine kleine Privatfrage. Ja. Wie vereinbarst du das mit der Religion ja, das und ist halt, die harten Texte? Das ist halt die Scheiße. Das ist halt echt ein Problem. So. Und deswegen denke ich mir auch manchmal, ich höre einfach damit auf mit Rappen, ganz ehrlich. Manchmal denke ich so, ich zum Beispiel sitze ich zu Hause, lese Koran und denke, warum mache ich überhaupt diese Scheiße? Was bringt das überhaupt? Was soll das? Warum lasse ich das nicht einfach bleiben? Wenn es einfach falsch ist, weißt du? Aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht stark genug, das irgendwie sein zu lassen. Kann sein, dass es klar kommt. Viele sagen mit dem Hit, mit dem Track, auch Hit für viele. Sommer hast du zum ersten Mal einen tiefgründigen Text geflowt. War das für dich ein Einstieg, zu den Leuten zu zeigen, wie es in mir vielleicht aussieht, was ich erlebt habe. War auf das jeden der Fall. Einstieg? Das war auf jeden Fall der erste Track, so, der richtig persönlich war und mal eine andere Seite von mir gezeigt hat, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie ich den geschrieben habe, damals im Hotelzimmer, als ich noch gearbeitet habe in Frankfurt im Hotelzimmer, habe ich den geschrieben. Habe ich auf jeden Fall auch geweint, wenn ich den geschrieben habe, kann ich jetzt auch mal hier so sagen. Und das ist auf jeden Fall echt einer meiner besten Tracks. So. Das ist halt von mir so, ne? Ganz autobiografisch, alles true, was ich da erzähle. So. Ja. Das ist der Größe.